Heute mache ich einen leckeren, saftigen und aromatischen Nusszopf. Und das sind die wesentlichen Zutaten. Die werde ich im Laufe des Videos alle noch extra erwähnen. So sieht mein Nusszopf fertig aus. Also dranbleiben lohnt sich. Los geht's! Als erstes mache ich den Hefeteig. Dafür gebe ich 2 Teelöffel von dem Zucker für den Teig in warme Milch und bröckle da hinein einen Würfel Hefe. Der Zucker ist Nahrung für die Hefepilze und die beginnen damit schneller und besser ihre Arbeit. Ich löse die Hefe jetzt vollständig in der Milch auf. Wie immer habe ich das Rezept und alles Wichtige nochmal schriftlich in der Infobox für euch zusammengefasst. Nach 10-12 Minuten kann man deutlich sehen, wie die Hefepilze ihre Arbeit gut aufgenommen haben. Und wenn man das so macht, braucht man keinen Vorteig anzusetzen. Vor einigen Wochen habe ich jetzt mit einer ausgekratzten Vanilleschote meinen eigenen Vanillezucker angesetzt und davon gebe ich jetzt einen Teelöffel voll mit zum Teig. Wer das nicht hat, nimmt ein Tütchen Vanillezucker. Außerdem besteht der Teig aus Mehl, Zucker, frische Hefe, lauwarme Milch, 2 Eier, Butter und etwas Salz. Das lasse ich jetzt für ungefähr 10 Minuten zu einem homogenen, glatten Teig kneten. Anschließend wirke ich den Teig zu einer festen Kugel. Ich lasse hier den Film mal langsamer laufen, damit man das genau sehen kann. Mit der linken Hand führe ich den Teigballen und mit dem rechten Handballen drücke ich den Teig von oben immer in die Mitte. Wenn man das ein paar Mal übt, bekommt man das mit der Zeit ganz gut hin. Durch das Rundschleifen ist jetzt Spannung im Teig, die nehme ich jetzt etwas raus, indem ich den einschneide. So kann der Teig besser gehen und damit er nicht austrocknet, decke ich ihn mit Klarsichtfolie ab. Jetzt muss er für ca. 30 Minuten ruhen. In dieser Zeit kümmere ich mich um die Nussfüllung. Man kann ja hier sehen, dass ich die Mandeln, aber auch die geriebenen Haselnüsse im Ofen abgeröstet habe. Und zwar bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, aber aufpassen, damit die Nüsse nicht verbrennen. Das Abrösten ist ein ganz wichtiger Schritt, denn nur dadurch kommen die Nussaromen voll zur Geltung. Die Mandeln zerbrösel ich in der Hand, damit es nachher eine schöne homogene Masse wird. Jetzt gebe ich Paniermehl dazu, das habe ich selbst gemacht, schmeckt natürlich viel besser. Ich vermische den Zimt mit dem Zucker. Ich verwende hier, wie schon beim Hefeteig, Rohrzucker. Der hat zwar die gleichen Kalorien, hat aber mehr Mineralien und kann beim Stoffwechsel besser aufgenommen werden als der industrielle weiße Haushaltszucker. Noch ein Ei dazu und 2 Löffel Honig. Als letzte Zutat kommt die Milch dazu und das Ganze vermenge ich jetzt von Hand zu einer glatten Masse. Der Teig ist gut aufgegangen und hat sich entspannt. Das ist auch nötig, damit man ihn später gut ausrollen kann. Zunächst drücke ich ihn mit beiden Händen flach. Oben und unten immer etwas Mehl drauf geben, damit der Teig nicht festklebt. Und jetzt mit dem Teigroller kreuzweise über den Teig gehen, sodass er rechteckig ausgerollt wird. Zum Ende sollte er eine Breite von gut 30 cm haben und eine Länge von ca. 50 cm. Die Nussmasse verteile ich jetzt mal im Eiltempo hier gleichmäßig auf den Teig. Von der langen Seite her rolle ich das Ganze jetzt auf. Die Rolle habe ich jetzt in 2 Teile geteilt und mit einem scharfen Messer schneide ich sie in der Mitte der Länge nach auf. Mit dem Anschnitt nach oben verdrehe ich die Stücke miteinander. Mit dem zweiten Stück mache ich natürlich genau dasselbe und ich habe auch Backpapier drunter gelegt. Nach einer halben Stunde sind meine Hefezöpfe gut aufgegangen.
Streiche sie jetzt noch mit etwas Milch, das gibt eine schöne Farbe und der Teig kann zu Anfang noch besser hochziehen. Gebacken habe ich mit Ober- und Unterhitze bei 175 Grad für 40 Minuten. Kurz bevor das Gebäck fertig ist, koche ich Aprikosenmarmelade und etwas Wasser kräftig auf. Damit bestreiche ich großzügig die noch heißen Nusszöpfe. Durch die Isolierung bleiben sie länger saftig, es glänzt schön und etwas Geschmack kommt so auch noch auf die Kruste. Als ich dann mit einer Fondantglasur bestrichen habe, habe ich vergessen, die Kamera einzuschalten. Macht nichts, so sieht das Endergebnis aus. Der Hefeteig ist fluffig und locker. Die Nussfüllung ist durch das Abrösten der Nüsse super aromatisch und sehr saftig. Hier habe ich wohl beim Anschnitt gerade eine Stelle mit viel Teig getroffen. Eine Scheibe weiter war der Nussanteil viel höher. So ein Nusszopf ist doch eine Zierde für jede Kaffeetafel. Ich bin jedenfalls mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Perfekt wäre das Ganze mit einem Abo von euch, falls ihr noch keins habt, einen Daumen nach oben und einem netten Kommentar. In diesen Zeiten bleibe ich zu Hause, koche mir einen schönen Kaffee und genieße meinen Nusszopf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und geht kein unnötiges Risiko ein. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video.